Begrüßen Sie bitte Dominik Henrich. Die Mutter von Heiko, das Augenlicht langsam verliert und das alles, was helfen kann, ist eine Operation, um ihr die Hornhaut von einem verstorbenen Spender einzupflanzen. Und das kostet alles allerdings Geld. Und naja, Heiko braucht halt ein paar Kröten, um sich die Operation leisten zu können für seine Mutter. Das, wenn er gut einen Tee hat, kann er hervorragend Dart spielen. Und ab dann ist es sozusagen so eine, beginnt sozusagen die Odyssee durch die Berliner Kneipenwelt. Aber das ab da beginnt eigentlich sozusagen erst die Geschichte und mehr würde ich dann auch nicht an diesem Moment sagen, aber das ist sozusagen der Kern des Ganzen. Es geht um deine Operation. Heikolein, mach dich doch nicht verrückt. Bin doch eh nur zu Hause, ich sehe wunderbar für meine Zwecke. Ja, noch siehst du wunderbar, Mutter. Aber warten wir noch 2 bis 3 Monate ab. Oder nächste Weihnachten vielleicht. Nee, kommt gar nicht in die Tüte. Ich hab mir das auch noch mal überlegt mit der Operation. Und ich will nicht, dass mir da einer in den Augen rumfuhrwerkt. Und dann nur noch mit Laser. Wie bei Raumschiff Enterprise, oder bei der Jedi-Ritter. Boah. Ah. Was ist denn? Nix, alles gut, Mutter. Ich meine, was soll denn das werden mit fremden Augen? Wer weiß, was ich dann sehe? Ich will mir ja nicht vorstellen, was ich dann sehe. Stell dir mal vor, der Spender, von dem ich die Augen habe, war ein Mörder. Dann heilt den seine Augen. Wird die schon alle gesehen haben. Oder, Heiko, die Dinger heilen nicht ein. Für mich ist es das erste Mal, dass ich in München auf dem Filmfest bin und bin natürlich also, ja, unglaublich froh, dass das Filmfest an den Film geglaubt hat, da die meisten Leute das anfangs nicht getan haben, vor allem, weil wir auch keine Verleiher und keine Förderer haben. Das heißt, man hat jetzt irgendwie nicht diesen klassischen Weg, den man eventuell dann gar nicht über mich oder meine Produzenten geht, sondern man geht dann halt über die Förderung, dass man halt direkt weiß, der Film wurde da gefördert, der ist von der Förderanstalt und man wird es sofort weitergereicht. Und das ist bei uns nicht der Fall und dadurch ist es natürlich unglaublich schwierig, in größere Festivals zu kommen und daher sind wir unglaublich froh und glücklich und stolz, dass die Münchner an uns glauben und dass die den Film einfach gesagt haben, den wollen wir haben, den wollen wir zeigen und das, ja, freut uns, was sehr schwierig einfach ist für uns. Hey, Moment mal. Hab ja noch was. Wie sieht's aus? Noch ein Fuffi? Doppelt oder nix hier pfeifen? Ja, sie hast noch ein Fuffi übrig? Maximal 40er. 40er ist okay. Gut gemacht. Ist gebongt. Diesmal fange ich an. Mach das. Hör zu, Heiko. Du gehst jetzt schön in alle Kneipen, die beim Turnier mitmachen. Und spielst dagegen die harten Männer. Machst deine auf dicke Hose und dann verlierst du. Und zum Schluss legst du die Karten auf den Tisch. Lass ich die Katze aus dem Sack. Siehst du die Stadt? Sie fällt in den Schlaf. Ein gelbes Leuchten in der Stille der Nacht. Der Rausch steigt auf. Der Film war sozusagen fertig Anfang März letzten Jahres. Und dann, peng, Freitag der 13. März. Hat dann irgendwie die Pandemie gehittet und alles war zu und dicht und wir waren eigentlich fertig, wir hatten auch schon eine Zusage vom Filmfest München und dann heißt es einfach 14 Monate warten, bis es dann weitergeht. Das war natürlich ein Punch in die Magengrube, aber gedreht habe ich selber auch, aber halt eher kleinere Sachen, Musikvideos und überwiegend und auch Werbung und Kram, so ein Käse, sage ich jetzt mal. Aber es war belastend und anstrengend, aber es geht trotzdem irgendwie immer.